Willst du weiterreden? Nee, ich sitze gerade auf dem Klo und pisse. Willst du was sagen, Max? Ja, ich würde dich nur, wollte ich was fragen. Wo du dir in der Bahn dich selbst befriedigt hast auf die eine Olle? Hast du jeder oder irgendjemanden dabei wehgetan? Na, kommt halt drauf an, ob sie das gecheckt hat, ob es irgendjemand gecheckt hat. Und, also zum Beispiel die letzte Frau, mit der ich einen Beziehungsschritt hatte, die ist Dichterin und Schriftstellerin auf eine Art. Sie hat mir eine E-Mail geschrieben, nachdem ich ihr die Sachen erzählt habe, die ich euch jetzt erzählt habe. Sie kann besser schriftlich sich ausdrücken als im Gespräch manchmal. Und in der E-Mail, die würde ich euch eigentlich gern vorlesen. Die ist sowas von prägnant und stellt halt das Leid der Frauen richtig fucking gut dar. Sie hat gemeint, so ihr ganzes Leben lang hat sie sich gefühlt, nachdem sie halt irgendwann quasi nicht mehr ein Kind war, sondern eine Frau, hat sie ständig sich bedroht gefühlt, wenn sie halt aus dem Haus gegangen ist, immer Angriffen ausgesetzt, möglicherweise, die ja auch passiert sind, immer bewertet, hier wie so eine Puppe, hier muss was weg, so, hier muss noch was hin an ihrem Körper. Und dann im Club oder in der Jugendherberge waren irgendwelche Leute, die sich sie einfach genommen haben, in unterschiedlichem Ausmaß. Und sie konnte sich quasi so, die Leute haben einfach nur das gemacht, was sie wollten, weil sie gewohnt sind, über ein paar Klicks das zu kriegen, was sie kriegen wollen, so. Und sie kann quasi, für sie ist nichts anderes übrig geblieben, außer das Wissen, dass das jetzt für die Leute ein besonderer Reiz war, weil sie irgendwie besonders toll ist, dass sie irgendeine Konvention gebrochen haben vielleicht. Und also du hast schon interessante Sachen gesagt. Dover Blödi, so dämlich dich so zu nennen, die irgendwie, die nicht unrelevant sind. Aber weißt du, welche Frau bringt sich denn um mit Recht angemessen, weil sich keiner auf sie einen runterholt? Aber wie viele Frauen bringen sich um, weil sie ständig die Erfahrung machen, dass ihre Bedürfnisse einfach, obwohl sie grundsätzlich von der Gesetzgebung und den Menschenrechten relevant sind, so halt einfach kulturellen Scheiß wert sind, einfach weil die Männer weniger stärker sind. Männer. Was? Weniger als Männer sich umbringen. Ja, aber das, also weiß ich nicht, müssten wir halt mal, du hast das halt vorher kontrastiert, damit die Frauen, die sich umbringen, sind nicht so relevant oder was ist mit den Frauen, die sich umbringen würden, wenn sich keiner auf sie einen runterholt? Und ich meine, das, was du gesagt hast, das mit den Männern können wir mal in Szene setzen und wahrscheinlich gibt es vielleicht eine Perspektive, wo sich keiner umbringen muss. Und die Sache, die du meintest mit der Frau, die davon träumt, von 1000 Schwarzen durchgefickt zu werden und das nicht sagen kann, weißt du, sie kann halt einfach einen Pornofilm drehen und dann auch noch fett davon leben, so. Und die andere Frau kann aber, wo soll sie, weißt du, stell dir vor, du wirst vergewaltigt. Ich kenne mehrere Frauen, die schon in der Familie de facto vergewaltigt wurden, okay? Dann passiert ihnen das wieder mit Leuten, die sie vielleicht sogar lieben oder so ein Scheiß. Und sie haben halt einfach nur ständig immer wieder die Erfahrung, die halt mit echt Überlebensängsten konnotiert ist, so, dass sie halt nicht sicher sind. Und ja, aber im Endeffekt ist es die Realität, wir sind alle nicht sicher. Und immer sich nur als Opfer darzustellen, fällt halt relativ leicht und darauf kann man sich halt auch einen runterholen, auf eine Art und Weise. Das gibt halt eine gewisse Sicherheit, ich bin das Opfer und bla bla bla. Sorry, Lu. Ich will es wirklich nicht in Frage stellen. Und ich glaube auch, dass es super schwer ist, eine Frau zu sein. Das glaube ich wirklich von Herzen. Darf ich ganz kurz eine Verbindung ziehen zu der letzten Geschichte, wo du halt über deine Opfer von Migrantenmenschen dich selber dargestellt hast? Und wie du halt dein Leben lang einen Scheißfilm drauf schiebst. Und das weißt du jetzt, worauf ich hinaus will? Naja, mach mal. Naja, ich denke mir halt, also lass uns gern die Rolle der Männer beleuchten, die leiden so. Das
ist vielleicht, ich kann mir vorstellen, da öffnen sich neue, ungewöhnliche Sichtweisen. Aber ich denke halt, weiß nicht, seit der Geschichte des Patriarchats, und ich weiß nicht genau, ob es wirklich Matriarchat gab oder was auch immer, Natürlich. können sich halt Männer Frauen nehmen und Frauen werden schwanger davon und sterben im Kindsbett oder bla bla Ganz bla. Und einseitige Sichtweisen. Es gibt das Matriarchat genauso wie es das Patriarchat gibt und beides hat Vor- und Nachteile. Und Frauen können Kriege auslösen, indem sie einfach sagen, fuck, du kriegst mich erst, wenn das und das oder bla bla bla. Das ist genauso Realität, Mann. aber das ist dann Realität, wenn der Mann nicht nüchtern denkt. Ach, Bullshit. Und wenn Natürlich. die Frau nicht nüchtern denkt, du darfst es nicht einseitig sagen. Nee, Oder aber das schau ist mal, total wenn shit. welcher Mann macht einen Krieg, der in sich gegroundet ist, bloß weil eine Frau irgendeinen Scheiß labert? Ja, da siehst du mal, wie krass fucking Frauen mächtig sind, Ja, Alter. aber nur wenn du nicht gegroundet bist. Ja, und wenn die Frau nicht gegroundet ist, das kannst du ja genauso hin und Na, her aber schieben, wie wenn du die willst. Frau nicht gegroundet ist und der Mann schon, passiert halt trotzdem kein Krieg. Und wenn aber die Frau gegroundet ist und der Mann nicht und sie vergewaltigt, wird die Frau halt vergewaltigt. Das ist halt schon ein krasser Schwächeunterschied so. Weil die Frau so stark ist und der Mann so schwach ist. Ja. Die Frau kann aber Mann, nichts Frauen dafür. könnten die Welt in eine wunderbare Welt verwandeln, wenn sie nicht einfach immer nur den fucking Arschloch auswählen würden und auch so fucking Machtscheiße auswählen. Aber Frauen haben genau dieselbe Scheiße am Laufen wie wir Männer, Alter. Also, ich meine, das, was du jetzt, das Männerbild und das Frauenbild, spricht beides für Burka, wie du beim Islam so schätzt. Ja, zum Teil muss ich der Sache auch manchmal liebäugle ich mit der Sache. Ganz ehrlich. Das sind schon geile Verbindungen, oder? Ja, total. Und was mich davon abhält, für die Burka zu sein, ist, dass ich doch das bisschen Hoffnung in die Männlichkeit habe, dass wir halt ein bisschen klarkommen. Und im Endeffekt beweise ich mir das ja auch selber. So, ich komme klar. Ich vergewaltige nicht jede Frau, die ich geil finde auf der Straße. Und ich habe Respekt und ich habe Menschlichkeit in mir. Und ich höre, wenn eine Frau sagt nein, dann höre ich auf. Und dann lasse ich die auch und so eine Sachen, weißt du? Das ist wirklich die Grenze, wo ich sage, fuck ja, wir sind halt keine komplett abgefuckte Scheißspezies, sondern wir haben schon noch ein bisschen Hoffnung oder sowas. Aber umgekehrt gibt es das halt auch. Also, Alter, ach egal. Ich weiß gar nicht, wessen Advokat ich gerade bin, Mann. Ich finde es nur, immer Frauen so zu opfermäßig darzustellen, das ist halt schon zu viel und zu lange passiert. Und Frauen sollten das, was sie sich wünschen, nämlich die Gleichberechtigung, vielmehr ihre Verantwortung auch mal übernehmen in dem ganzen Scheißspiel. Und ja, wenn ich das sage, zählt es für die Männer natürlich doppelt. Natürlich. Also ich glaube, ich würde schätzen, du machst es dir zu einfach und gleichzeitig beleuchtest du Aspekte, die in der echten oder in der offiziellen Debatte untergehen. Und so ist es mit jedem Thema, auch mit Rechtsradikalismus oder so. Und ich würde hoffen, eine Frau einladen zu können, vielleicht die, über die ich geredet habe, dass sie das mal auf den Punkt bringt. Und das Problem ist halt oft, wenn jetzt jemand wie sie, die quasi so scheiß Ohnmachtserfahrungen hat, wenn dann irgendwie so Darf ich die. ganz fies reinbreaken mal wieder? Hattest du noch nie Ohnmachtserfahrung mit Frauen? Also ich wurde auch schon vergewaltigt von Frauen. Nur würde ich das niemals so an die große Glocke hängen, weil es halt einfach voll strange ist, dass eine Frau mich irgendwie vergewaltigt hat. Ich wurde nicht Und vergewaltigt. Ich hatte halt Ohnmachtserfahrung, dass ich halt
dass ich halt süchtig war nach der Frau und sie es mir nicht gegeben hat. Und ja, und ich hatte jetzt eine Erfahrung, wo Frauen unbedingt, um ihr Selbstwertgefühl zu befriedigen, mich ficken mussten, obwohl ich die gar nicht heiß fand und die das durchgesetzt haben und ich das halt nicht verhindern konnte, weil ich halt fucking Angst habe. Ja, weil ich fucking Angst habe, dass die mir halt Scheiße an den Hacken hängen, die halt so krass sind bei Frauen, wenn die sagen, Hilfe, 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 der ist böse, mich halt so hart ficken können, dass mir kein Mensch glaubt, Alter. Und dass ich dann halt einfach als Doppelopfer dastehe vor der Gesellschaft. Oh, das ist ein Mann, der vergewaltigt wurde. Ja, genau, bla bla bla, fuck, fuck, fuck. Und das ist mir halt schon mehrmals passiert. Und wenn ich darüber rede, Alter, weil wenn eine Frau gekränkt ist, wenn du sagst, ich will dich nicht ficken, weil ich dich nicht heiß finde und die dann richtig freidreht, Alter. Was, du willst mich nicht ficken? Was bist du denn für ein arroganter Wichser? Dann beginnt die ganze Scheiße und dann ist das ganze Ding ganz schnell umgedreht. Dann fühlst du dich wie eine kleine Pussy, die von einem richtig abgefuckten Wichser gerade vergewaltigt wird. Und das gibt's genauso. Und das ist eine Sache, die ist mir schon ein paar Mal passiert. Unter anderem, ich wünschte, ich hätte mich auch nicht vergewaltigen lassen. Und im Endeffekt war es nicht so schlimm, weil ich damit umgehen kann. Und es nicht so schlimm ist. Aber wäre ich eine Frau gewesen und sie der Mann, dann wäre das eine Riesensache gewesen. Ja, aber der Punkt ist ja... Fälle, bla 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 bla. Der Punkt ich will ist, wissen, wie die aussieht. Das Aussehen ist cool. Und aus Gründen, die ich jetzt halt, weil es aufgenommen wird, gerade nicht erwähnen will, konnte ich mich halt nicht dagegen wehren und sagen, Alter, wenn du dich nicht sofort verpisst, rufe ich die Bullen. Dann kann die sich dann irgendwie selber schlägt und sagt, ich kann den Scheiß nicht hören, bla bla bla, und dann auf dem Boden liegt. Und wenn dann die Bullen da wären, ja, warum hat die denn blaue Flecken? Ja, die hat sich selber geschlagen. Ja, genau, die hat sich selber geschlagen. Du bist doch der Mann, du bist doch der Wichser. Ja, fucking, Alter. Und was machst du dann? Ist gefickt. Ja, du bist gefickt. Hand blutet, fucking, und rumschreit. Und ich denke, alle fucking Nachbarn denken, ich bin der mega krasseste Wichser, weil die gerade irgendwie einen Ausraster hat, weil ihr Selbstwertgefühl verletzt ist, weil ich halt irgendwie sage, fuck, ich finde dich nicht so geil oder sonst was. Alter. Das sind halt auch fucking Realitäten. Und Frauen haben so viel krasse Macht. Und das sagt, Mann, das ist auch okay so, aber ich will, dass es halt auch anerkannt wird. Und ja, egal, sorry, Mann. Nee, super cool. Also ich bin überrascht, welche Wendung das nimmt. Aber, weiß nicht, krass, dass dir das so passiert ist. Kann ich mir gut vorstellen. Ich war halt auf eine Art gewalttätig und mir ist es nicht passiert. Und ich habe Frauen gesagt, dass ich nicht mit ihnen schlafen will und wir sind cool geblieben. Und gleichzeitig denke ich halt immer noch, dass, ich meine, angenommen, eine Frau würde so einen Scheiß machen. Das ist halt immer noch ein krasses Machtgefälle. Und aber trotzdem, klar, das sollte beleuchtet werden. Da gibt es ja auch den Film mit Michael Douglas und Demi Moore, oder? Mann, wie die eine Olle. Warst du da nicht sogar da, wo die Früchte an meine Fensterscheibe geschmissen hat? Wo ich dann irgendwie, wer war denn das? Die wollte unbedingt mit mir frühstücken, weil sie sich so in mich verliebt hat und ich wollte halt nichts von der. Und die kam morgens an und wollte mit mir frühstücken und ich meinte halt so, ey, ich habe keinen Bock auf dich. Und dann stand die in meinem Hof, als ich frisch in meine Wohnung eingezogen bin und hat mir irgendwie Pampelmusen gegen die Fensterscheibe geschmissen. Und ich dachte, fuck, meine Fensterscheibe bricht beim nächsten Mal, wenn sie wieder was dagegen schmeißen. Dann bin ich halt in meiner Unterhose in den Hof gesprungen, weil ich im Erdgeschoss wohne und hab sie irgendwie ins Gebüsch geschubst, weil ich sie aufhalten wollte, irgendwie Scheiße gegen meine Fensterscheibe zu schmeißen. Und dann hat sie geschrien, du hast mich vergewaltigt und bla 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 und ist irgendwie weggerannt. Und dann habe ich irgendwie eine Woche später in meinem Briefkasten eine Anzeige von der Polizei oder einen Brief von der Polizei. Ja, wir haben hier erfahren, sie wollen im größeren Stil Drogen verkaufen. Können Sie sich mal bitte dazu äußern? Und dann gehe ich halt dahin und schreibe mir halt jeden Tag 300 SMS. Wenn ich dich noch einmal in meinem Kiez sehe, dann töte ich dich. Bitte komm zu mir, ich liebe dich. Und ich zeige halt der Polizistin irgendwie nur meine SMS-Verlauf und die sagt, alles klar, alles gut. Und die Scheiße wird halt eingestellt. Und die Olle ist wahrscheinlich in die Klapse gewandert, weil die halt völlig freigedreht ist, so. Aber
Alter, und dann habe ich halt diese Olle, die mich seit mindestens ganz 10 kurz, Jahren immer ganz wieder... Kurze Ergänzung, das ist doch die, bei der wir halt waren, als ich frisch angefangen habe, wieder zu kiffen und wo ich ihr zweimal in die Wohnung gekotzt habe. Kann sein, die Fitnesstrainerin. Und es war so, dass du gemeint hast, oh, also ich fände cool, wenn wir jetzt hier alle ganz cool miteinander sein könnten. Ich fände cool, wenn du Louis Schwanz jetzt mal rausholen könntest. Und er war halt voll klein und unsteif. Und so in den Mund nehmen könntest. Und ich fand sie nicht heiß. Und das war super. Und dann hat sie gesagt, ich soll gehen, nachdem ich das zweite Mal gekotzt habe. Am ersten Mal war sie noch cool. Und dann bist du auch rausgekommen. Und dann habe ich gemeint, naja, willst du nicht wieder reingehen? Und dann hast du gemeint, ja, okay, stimmt schon. Mann, ich habe halt seit irgendwie fucking 15 Jahren so eine Olle. Und ich war auch bei der Bullen wegen ihr. Naja. Ich habe halt seit 15 Jahren so eine fucking verrückte Olle. Mit der habe ich mal gepennt, da war ich im Mauerpark, weil ich so fucking einsam war. Und dann habe ich mit der gefickt und beim Ficken bin ich eingepennt. Und 2 Stunden später wache ich auf und bin irgendwie immer noch in ihr drin, obwohl ich total schlaff bin und lieg auf ihr. Und die Olle hat sich halt anscheinend in mich verliebt und die nervt mich seitdem. Alter, in unregelmäßigen Abständen klingelt sie um 3 Uhr morgens und schmeißt irgendwelche absurden Liebesbriefkarten in meinen Briefkasten und zündet Kerzen vor meiner Haustür an und schreibt irgendwie irgendeinen Scheiß. Und Alter, die Olle macht mich so wahnsinnig. Am liebsten würde ich sie kaputtboxen und töten, damit sie endlich aufhört. Und die ist... Das ist eine andere. Okay. Weil da gab es noch schon mal eine vom Mauerpark, die oben ohne Mauerpark war und so. Kann sein, aber... Die in der Charnitur halt, an deine Tür Scheiße gemacht hat. Ja, genau. Und das ist halt einfach so krass, weißt du so. Und ich fühle mich da so hilflos im Endeffekt. Und ja, gut, ich war schuld, weil ich habe irgendwann mal mit ihr gefickt, obwohl sie halt irgendwie das wahrscheinlich nicht verdient hat. Und Mann, aber ja, es ist real. Auch Männer werden halt gestalkt und auch Männer werden irgendwie... ich weiß auch nicht, Mann. Das ist halt einfach so crazy, Mann. Und dass ich das erleben darf, ist auch wunderschön, weil irgendwie zeigt es ja auch, dass ich irgendwie cool bin oder so ein Scheiß. Aber es ist total krank und abgefuckt. Ja, wow. Das ist unser coolste Tag, oder? Weiß ich nicht, Mann. Oh Mann, Jungs, Max, was ihr... Ja. Du hattest auch was zu dem Thema zu sagen. Erzähl mal jetzt, was ist bei dir passiert? Du hattest auch eine Antwort. Ja, also mir nicht direkt, mein Bruder mit so einer Hure. So eine Pfarrerstochter, die auch nicht ganz koscher ist. Und ja. Oh, das war halt folgendes. Die haben miteinander gebumst. Die sind zusammen zum Studium gegangen. Mein Bruder und die Olle, und dann haben die ein bisschen gebumst miteinander. Und dann hat natürlich mein Bruder irgendwann in der Uni eine geilere gefunden und dachte sich, okay, jetzt bumse ich die. Und dann ist er sogar mit ihr zusammengekommen, mit der er jetzt neu gebumst hat. Und die Alte war halt nicht eifersüchtig. Und dann, weil die halt so auf versaute Sachen stand, mit geschlagen werden, fesseln und würgen, hat sie ganz schön viele blaue Flecke unter dem T-Shirt und bla. Und also sie sah halt schon sehr benutzt aus. Und dann hat sie meinem Bruder angezeigt, wegen schwerer Körperverletzung und Misshandlung sowie Vergewaltigung. Und damit, Digga, dann hat die Uni das rausgefunden und dann wollten die meinen Bruder von der Uni schmeißen. Und dann hat er gesagt, ey, das ist alles gar nicht passiert. Ja, die lügt hier und ich werde das auch beweisen. Und das Lustige, wie er beweisen konnte, die ist halt so abgefuckt. Ja, es haben halt Freunde mal mitgemacht und die waren halt dabei. Und dann hat die gesagt, Digga, das, die Olle ist halt so. Das war halt nicht außersehen, sondern die ist einfach freiwillig. Und dann anhand Chat-Nachrichten und so hat man gemerkt, die Olle hat sich einfach in ihr verliebt und hat einen Knacks weg. Und im Endeffekt wäre das jetzt nicht so gut gewesen und die hätte mal mit ein paar anderen Typen gleichzeitig geschlafen, dann ja, wäre es nicht rausgekommen. Und mein Bruder wäre dann hätte seinen Studienplatz verloren. Und der hat die Typen nicht vergewaltigt. Ich habe mit ihm geredet und er hat mir die Wahrheit gesagt. Und ja, dann hat auch der Richter entschieden, die Olle ist einfach durch. Und im Endeffekt hat sie jetzt ihren Studienplatz verloren und darf jetzt nicht mehr
in der Richtung. Die wollte Sozialpädagogik, hat sie studiert. Also die wollte mit Kindern arbeiten später. Und versucht dann einem anderen Menschen sein Leben zu zerstören. Richtig weird, Digga. Frauen sind Mistviecher. Das hat mich so. Oder was kann ich dir noch erzählen? Ja, mit einer meiner ersten Frauenerfahrungen, Digga. Boah. Ich hatte meine erste richtige Olle, mit der ich andauernd gebumst hatte. Und dann, irgendwann war ich so, oh, scheiße, das Kondom ist gerissen. Sie so, ist nicht gerissen. Ich habe es mit Absicht kaputt gemacht. Und ich so, was zum Fick? Und dann so, ja, mache ich jetzt schon zwei oder dreimal hintereinander. Ich möchte, dass du mich schwängerst, damit du dein Leben lang an mich gebunden bist. Deswegen habe ich auch schon seit ein paar Monaten die Pille abgesetzt. Und ich Haha, bin so, was, Alter? Und ich bin das kenne aufgestanden, ich habe mich auch. angezogen. Digga, ich habe noch eine Latte. Ich so, Alter, was geht hier ab? Habe ich angezogen. Bist du bescheuert? Dann bin ich direkt Das zu ihren kenne ich auch. Eltern, habe ihnen das genauso gesagt und ich sage, Digga, die Olle sehe ich nie wieder. Wenn die schwanger ist, ne, möchte ich direkt eine Antwort. Ne? Abtreibung hätte ich dann gemacht. Alter, ganz ehrlich. Und da, das war so einer meiner ersten Frauenerfahrungen. Und da dachte ich, Digga, Frauen sind richtig hinterlistig. Und da, wenn jetzt auch eine Frau fragt, soll ich das Konto, Digga, Finger weg. Ja? Du Alter, fällst mir dann nicht mehr an mein scheiß Kondom, da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. ich bin so paranoid geworden, ich habe teilweise, dass ich mein Kondom einpacke und mitnehme, weil ich Angst Ja, habe, dass genau sowas. Wie du es reinkommt. entsorgen musst. Du musst es halt entsorgen. Ja. Oder es muss Ja, weg sein. Alter. Und dann, du darfst jetzt auch nicht eigentlich in die Schule, hier in die Toilette, also einwickeln, in die Toilette runterspielen. Aber ja, Digga, was soll ich denn machen, wenn ich jetzt dreimal mit der Ollen bumse und ich möchte den Sperma nicht dort vor Ort lassen, weil ich will nicht wissen, was die damit anstellt. Ja, fucking, das So. ist, was du sagst, ist die echte Ja. Scheiße, Ich Alter. muss Das ist das dann leider machen, oder ich muss es halt wirklich mitnehmen, ja. Es geht halt nicht anders. ja. Alter, ich Wahnsinn. habe das erlebt, Alter. Ich habe genau das erlebt, dass die Olle auf einmal da liegt und sagt, ja, ich will aber, davor sagt sie mir noch, ich kann gar nicht schwanger werden, ich nehme die Pille, bla bla bla. Und auf einmal liegt die in so einer Hocke, dass sie extra befruchtet werden kann und sagt, ja, ich nehme die Pille. Und ich Weißt, nach denke oben den mir, Arsch das und sowas, Digga, da wäre vorbei, da auch direkt anziehen, abhauen, Digga. ja. Die Und du denkst dir Frauen nur, sind du bist so mit den falschen durchschnittlich. Gefühlen. Und du weißt genau, die Olle kommt damit durch. Weil du bist halt einfach Ja. nur der fucking Kerl. Und du darfst zahlen, Digga. Und ey, Ja. und du musst dir vorstellen, da war ich damals 16, glaube ich, Ja, oder das war 15, wo das einfach. passiert ist. Und ich war so, Digga, oha, du hättest mein ganzes Leben gefickt, du kleine Hure. Das war, da war ich, das war in irgendeinem komischen Kinderheim. Und die Olle kommt an und sieht mich. Oh, ein Punk! Ein Punk mit blauen Augen, ich liebe dich. Und ich denke mir nur, oh geil, die Olle will ficken. Und wir ficken dann und auf einmal. Und ich frage sie halt immer, wie ist es mit Verhüten? Nee, ich kann nicht schwanger werden, ich nehme die Pille, bla bla bla. Und da, ich meine, ich war halt jung und naiv, ne? Und auf einmal sagt die, ja geil. Und dann macht die diese Stellung, dass die extra schnell befruchtet werden kann. Ja, ich will ja auch ein Kind von dir und bla bla bla. Und Alter, in dem Augenblick, Alter, da hat sie mich so zerfickt. Und da ist mir das klar geworden, Alter. Das ist halt wirklich, Alter. Man muss da aufpassen, einfach. Man muss fucking aufpassen. Mal kurz, statt Frauen sind Mistviecher entweder Menschen oder manche Frauen. Ja, Digga, natürlich. natürlich ist es nicht verallgemeinert. Ich hatte auch viele gute Erfahrungen gemacht mit Frauen. Aber da waren halt, das waren die einschneidenden Momente, wo ich sagte, okay, da muss man dann mal aufpassen, weißt du? Weil Es mir geht kann ja ja auch lieber um. Scheiße angehangen werden, die ich gar nicht verbrochen habe dadurch. Und es gibt Absolut. halt wirklich abgefuckte Menschen. Mann, genauso wie Feminismus legitim ist, ist halt auch wichtig für uns Männer, dass wir endlich erkennen, dass es halt auch sowas für uns gibt, auf unserer Seite, und dass wir halt auch fucking aufwachen müssen und irgendwie, dass es nicht nur einseitig ist. Und Feminismus eine echte Sache ist, dann gehört genau diese Sachen gehören genau so dazu. Ja, interessant. Alter, bin ich besoffen. Ja, Max, Alter, und das unterstreicht wieder, warum ich denke, dass du ziemlich krass cool bist. Dass du auch so eine Erfahrung gemacht hast, Mann. Mann, wir sind auch so kleine Charlie Sheens und sowas. Nur, dass wir halt nicht in Hollywood leben, sondern wir sind halt einfach nur irgendwie. Ja, aber im Endeffekt, ja. Der Scheiß ist halt real, Mann.
Max, du bist mir sympathisch. Danke. Bitte. Ja, vielleicht wirklich einer unserer besten Zoom-Talks. Und Louis, wenn ich manchmal Dings sage, ne, wenn wir die Frauen nicht so oder Menschen nicht sagen, dann machen wir das einfach aus. Dann machen wir das, damit es halt sprachlich einfacher zu verstehen ist, was wir sagen wollen. Nicht, weil wir jemanden beeinträchtigen möchten. Okay? Mann, wir lieben doch alle Frauen. Ja. Wir sind voll die Opfer. Und alle Geschlechter, die es gibt, 3 Stück. 3000. 3. Ja, cool. Hey, ihr kennt doch bestimmt Playboy 51 und Pico, oder? Ja. Weiß nicht. Nee? Weiß nicht, Mann. Playboy 51 auf jeden Fall. Was? Ich habe vor ein paar Tagen wieder Feinkost-Paranoia gehört, Zoom und so. Und Alter, Feinkost ist immer noch der geilste Shit ever, Mann. Warum sind die so fucking geil? Was sind die Illuminaten, Alter? Ganz ehrlich, Feinkost. Max, ich habe dir die Feinkost geschickt, die 2 Tracks. Ja. Sag mal, was hast du, wie war das für dich? Also für mich war Feinkost das erste Mal hören. Was ist denn das für ein Scheiß? Spasten, ich hasse Münchner, die rappen. Und dann habe ich es ein paar Mal gehört und dann war das einfach, und die ficken mich immer noch. Feinkost ist so krass, Alter. Und Luis ist ja damals mehr oder weniger in dem Zeitraum durchgeknallt. Und für mich war das immer Feinkost, hat Luis durchknallen lassen. Aber findest du auch, dass Feinkost für 1999, ich lasse im Treppenhaus das Licht aus, überrascht die Überraschung, einfach fucking crazy sind, oder? Wie fandest du Feinkost? Ja, da, Lyrics sind gut, ist halt noch ganz schön Anfänger, ne? Beat ist nicht so heftig und das Gesang ist nicht so optimiert, aber mit den Sachen, die sie früher hatten, Digga, die haben bestimmt mit irgendeinem Billig-Mic in einem Schrank aufgenommen, ist vollkommen super und die Lines sind gut. Ey, ich finde die ultra geil. Alter, die sind so, wie kann man so Psycho sein? Die sagen Scheiße, die gar nicht geht, Alter, und das reimt sich nicht und es ist so tief, du kannst das 1 Milliarde Mal hören und schiebst immer neue Filme drauf. Das ist, also ich finde Feinkost sind so übererleuchtet, das ist der Wahnsinn, man macht den FKP Rap durch, Baby. Ja, Mann! Alter, ich bin wieder durchgeknallt auf den Scheiß. Feinkost Paranoia. Moonshine. Alter, die sind, ich verstehe es nicht. Wo sind die hergekommen? Wie geht es? Ja, geht mir auch so. Aber sie haben halt, was die Sache rund macht, halt auch einigen Scheiß. Und halt auch. Ja, aber genau das macht es ja noch kranker. Ja. Alter, ich bin immer noch der Meinung, Feinkost ist. Ich kann es nicht mal in Worte fassen. Die überrollen mich jedes Mal, Mann. Das ist. Ja, ich habe mich damals wirklich probiert, dagegen zu wehren. Surf meine eigene Welle. Sie sind Hammer. Halt einfach tief am Start. Sie sind halt Zeitgeist. Absolut, absolut, Mann. Die waren einfach 1000 Jahre voraus und sind immer noch zu tief, Alter. Ich kann es nicht verarbeiten. Ich verstehe nicht. Ich habe das Skaten und das Raven überlebt. Ja, fucking. Ich habe Propeller und Sauerstofftanks auf meinem Rücken und Raver und Obdachlose und was weiß ich. Ich krieg das gerade nicht auf die Reihe, aber Alter. Feinkost-Paranoia. Alter. Boah, Jungs, ich habe mir einen Tag rausgesucht, den ich mir angucke die ganze Zeit. Und Bruder, ich habe jetzt 9 Monate zurück Nippel gesehen. Best. Was hast du? Ich liebe das Internet, dass ich mir jederzeit Pornos oder Titten angucken kann von Frauen. Oder darauf, worauf ich stehe. Ja. Beste Leben. Beste Leben. Feinkost Paranoia ist kein Spiel. Nein, Mann. Alter. 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 Ah, warum? Was? Ich würde so gerne Feinkost Paranoia so geil. Was macht mich so geil? Was macht dich so geil? Auf dem Fensterbrett liegen geblieben. Eintagsfliege.
Alter, Feinkost hat mein Leben zerstört und ich liebe sie dafür. Ja, ist schon unglaubliche Magie. Absolut. Es ist wirklich unglaublich. Fuck, Alter. Alter. Ich finde auch den einen Song von Wii78 cool. Da gibt es ein Video zu. Es gibt ja zu fast nichts ein Video. Sindbad hat ein Video. Edelmo hat ein Video und Wii78. Alles nicht direkt Feinkost oder nicht Ursprungsfeinkost. Das ist das, wo sie so in so einem alten Zug, vor so einem alten Zug rumrappen und sowas? Das ist von Edelmo, ja. Ja, schon. Edelmo. Mann, Alter, und in meinem Kopf ist es gleich so, ja, die sind in der geheimen Illuminaten-Gang und die haben es irgendwie übelst gecheckt und gleichzeitig weiß ich, dass es totaler Scheiß ist, sowas zu denken, aber ich kann es nicht verarbeiten, Mann. Das ist wirklich... Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, ich meine, das ist halt so krass. Ich glaube, es sind halt Leute, die sich früh gefunden haben, die halt real waren miteinander so und halt sich die Erfahrung gegeben haben. Also halt in ihrem Ghetto halt ihren Scheiß gemacht haben und halt Schlägerei und Bullen in Kauf genommen haben und halt ihre eigene Würde nicht geopfert haben oder nicht so viel wie andere. Mann, im Endeffekt nur, weil ich so ein Opfer bin, weil ich so viel Angst habe. Wenn ich nicht so viel Angst hätte, vielleicht wäre das auch bei mir möglich, aber Alter, Lou, ich meine, warum haben wir es nicht verdient, beide genauso geil zu sein wie Feinkost Paranoia, so im Endeffekt, weiß, auf eine Art und Weise. Vielleicht sind wir es ja mit der Telco hier. Ja, vielleicht, das stimmt. Und ich meine, das, was wir gemacht haben, mit durch die Straßen laufen und rappen, war halt auch ziemlich krass. Ja, aber irgendwie auch nicht. Naja. Ich gehe jetzt raus und hol mir Limonade. Okay. Wahrscheinlich bricht gleich mein Internet ab und schaltet um von High-Netzwerk auf 4G. Ah. Echt, du hast schon 5G, ja? Nee, 4G. Ja. Okay. Aber was ist High-Netzwerk? Ach, WLAN. Okay. Tut mir leid, ich habe meine Maske vergessen. Corona, den Arsch. Danke dir. Schönen Abend. Yeah, ohne Maske. Mm. Oh. Ja, fuck, Alter. Der Typ, Alter. Wo warst du denn gerade? Meinem Späti. Ja, du weißt jetzt natürlich gleich, wo ich wohne. Genau, weil du jetzt bist du ziemlich doof, Digga, dass du das gemacht hast. Ja, ist mir bewusst, Alter. Aber ich habe doch auch gesagt, sehr schnell. Ich liebe dich und alles ist cool und so. Jetzt ist es wenigstens fair. Jetzt weiß jeder, wo jeder wohnt. Ja, das ist okay. Ich habe damit kein Problem mehr. Alter. Noch besser, du musst durch den Hinterhof gehen, okay. Und dann hinten Gartenhaus, Hinterhaus, Hinterhaus. Ja, ja. Erstes Hinterhaus oder gibt es zwei? Ich habe ja schon gesagt, dass ich im Erdgeschoss wohne.
Ey, Lou, du bist schuld. Ich hoffe, du bist dir deiner Schuld bewusst, Luis. Ich check halt gar nicht genau, wie Max das rausfinden konnte, beziehungsweise, dass ihm halt nicht widersprochen wurde, ne? Ja, ganz einfach. Er hat gesagt, er hat halt nur einzelne Hinweise. Wenn ich jetzt aufzähle mit Aufnahmen, dann können das auch. Du hast halt zum Beispiel das mit der Marianenburgstraße, hast du halt ziemlich geil intuitisiert, aber es hat halt keiner widersprochen oder so, sondern alle nur gelacht. Das war halt nicht nötig, oder? Also hätte auch nicht klappen können. Ja. Klar, aber ich vertraue auf mein inneres Gefühl. Und das hat mir was gesagt, muss in der Richtung sein. Ja, schon krass. Von dem, was er erzählt hat. Könnte ich auch, Alter. Ich bin ja auch nicht behindert. Aber es ist halt übel. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, Dober. Also Max hat mir mal erzählt, dass er halt morgens sich Kaffee holt und dann irgend so ein Penner unter der Brücke Kaffee mitbringt. Und ich habe halt dran gedacht, an die Brücke, die da ist bei dem Getränke Hoffmann. Und ich habe halt Getränke Hoffmann, weiß ich nicht. Also ich kam mir halt voll blöd vor, den zu erwähnen. Naja. Das war genau hier. Ist schon lustig. Mann, was für eine. Ich habe ja Kindheitserinnerungen an die Ecke, ne? Das ist ja das Geilste daran. Ach so, voll der Scheiß, dass ich das. Aber wir wissen nicht, welche Brücke. Naja. Nein, so ist es okay, aber. Alter, ich weiß ja genau. Aber auch was ich jetzt, ich meine, auch was ich jetzt zu dir gesagt habe, wir nehmen ja gerade auf, voll behindert. Endlich checkst du es, Alter. Alles gut. Jetzt hast du seine Adresse fast gelegt. Wir werden berühmt. Leute werden uns lieben und hassen, so wie es sich gehört. Ja, ist in Ordnung. Und vor allem die ganzen jungen Mädels, die von Schwarzen vergewaltigt werden wollen, die können erst mal wieder anfangen. Der Maximaltrigger ist wieder da. Alter, bin ich besoffen. Scheiße, Alter. Warum? Ich habe noch gar nicht eine halbe Flasche gekillt. Ist echt peinlich. Wie viel Upvotes hat dein 300 da mittlerweile? Nicht viel, 45 oder so. Aber plus oder minus? Also minus 55 und 46 Upvotes. Oh, diese Hure, aber es ist besser, das Verhältnis als sonst. Eigentlich ist es ja 1:4, ne? einer liebt dich und drei hassen dich, ne? So ist das Verhältnis normalerweise. Und jetzt ist es 1:2 oder was? Ich frag mich. Der 200. war ein seltener Plus, war halt die Venus-Farm-Melodie. Da war davor auch schon ganz lang Minus, aber da gab es dann nochmal Plus. Übrigens, ich habe jetzt wieder mehr Venus als du. Ja. Du. Ich habe jetzt auch wieder angefangen, dir Plus die zu geben. Und Alter, ganz ehrlich, vielleicht mache ich mal 2 Wochen Pause vom Pro. Ich glaube, ich werde mich selber bannen. Ah. Diese Huren, Alter, die sind alle so dumm, Alter. Was sind das für Spastis, Alter? Ich könnte mich so aufregen. Ernsthaft. Oder? Ja. Marc, habe ich recht oder was? Alter. Ja, die sind momentan schon Spastis.